Der kleine König, der ein Kind kriegen musste. Das Land, in dem der kleine König regierte, war nicht sehr groß, aber ihm genügte es. Des Morgens stand er auf und frühstückte mit seiner Frau, die Adelheid hieß. Und während er sein Süppchen aß und seinen Kaffee trank, sagte sie ihm, was für Gesetze er heute verkünden müsste und wen er zu bestrafen hätte. Und der kleine König sagte, ja, ja. Das wäre schon recht so. Aber Frau Adelheid sagte, Worte allein genügen nicht. Man müsse auch etwas tun. Und so musste der kleine König denn weg von seinem Frühstückstisch und an die Arbeit. An diesem Tag schien die Sonne so schön und der kleine König löffelte gerade sein Süppchen aus und freute sich auf seinen Kaffee und dachte, heute werde ich im Park spazieren gehen. Wo der Kuckuck so lustig ruft, und der Schwan so still auf dem Teich gleitet. Aber da sagte Frau Adelheid, »Kleiner König«, sagte sie, »es ist doch nicht gerecht, dass immer die Frauen in der Küche stehen und das Mittagessen kochen und das Geschirr und die Töpfe waschen müssen und nicht die Männer, oder?« »Ja, ja«, sagte der kleine König, »mich deucht, da ist schon was dran.« »Dann musst du noch heute ein Gesetz verkünden, kleiner König«, sagte Frau Adelheid, »dass von jetzt an die Männer in der Küche stehen und das Mittagessen kochen und das Geschirr und die Töpfe waschen müssen. Und wer das Gesetz nicht befolgt, zahlt Strafe.« »Ja, ja«, sagte der kleine König, »das ist schon recht so.« Frau Adelheid aber sagte, »Worte allein genügen nicht, man muss auch etwas tun.« Und so musste der kleine König weg von seinem Frühstückstisch und flugs in die Küche und das Mittagessen kochen und das Geschirr und die Töpfe waschen. Und aus seinem Ausflug in den Park wurde nichts. Am nächsten Tag regnete es. Und der kleine König wollte gerade ein Stück Zucker in seinen Kaffee tun und dachte, heute werde ich in mein Zimmer gehen und in dem großen Buch lesen, wo so viele schöne Geschichten drin sind. Aber da sagte Frau Adelheid, »Kleiner König«, sagte sie, »es ist doch nicht gerecht, dass immer die Frauen die kunstvollen Kissenbezüge sticken müssen für Tante Martha und die warmen Wolldecken häkeln für Onkel Julius und nicht die Männer, oder?« »Ja, ja«, sagte der kleine König, »mich deucht, da ist schon was dran.« »Dann musst du noch heute ein Gesetz verkünden, kleiner König«, sagte Frau Adelheid, »dass von jetzt an die Männer die kunstvollen Kissenbezüge sticken und müssen für Tante Martha und die Wolldecken, die warmen Wolldecken häkeln für Onkel Julius. Und wer das Gesetz nicht befolgt, kommt an den Pranger.« »Ja, ja«, sagte der kleine König, »das ist schon recht so.« Frau Adelheid aber sagte, »Worte allein genügen nicht. Man muss auch etwas tun.« Und so musste der kleine König weg von seinem Frühstückstisch und flugs in die Küche und das Mittagessen kochen und das Geschirr und die Töpfe waschen und dann in die Arbeitskammer und einen kunstvollen Kissenbezug sticken für Tante Martha und eine warme Wolldecke häkeln für Onkel Julius. Und mit dem Lesen in dem großen Buch, wo so viele schöne Geschichten drin waren, wurde auch nichts. Am Tag darauf fror es tüchtig und der kleine König wollte gerade seinen Kaffee schlürfen und dachte, heute werde ich die Schlittschuhe anschnallen und dann übers Eis hausen, das ist eine Freude ist. Aber da sagte Frau Adelheid, kleiner König, sagte sie, es ist doch nicht gerecht, dass immer die Frauen die Fußboden scheuern und die Fenster putzen müssen und nicht die Männer, oder? Ja, ja, sagte der kleine König, mich deucht, da ist schon was dran. Dann musst du noch heute ein Gesetz verkünden, kleiner König, sagte Frau Adelheid, dass von jetzt an die Männer den Fußboden scheuern und die Fenster putzen müssen und wer das Gesetz nicht befolgt, kommt ins Gefängnis. Ja, ja, sagte der kleine König, das ist schon recht so. Frau Adelheid aber sagte, Worte allein genügen nicht. Man muss auch etwas tun.
Und so musste der kleine König weg von seinem Frühstückstisch und flugs in die Küche und das Mittagessen kochen und das Geschirr und die Töpfe waschen und dann in die Arbeitskammer und einen kunstvollen Kissenbezug sticken für Tante Martha und eine warme Wolldecke häkeln für Onkel Julius und dann ins Wohnzimmer und den Fußboden scheuern und die Fenster putzen, um im Schlittschuh laufen und über das Eis sausen, bis es eine Freude war, wurde es gleichfalls nichts. Einen Tag später war überhaupt kein Wetter mehr und der kleine König aß sein Süppchen nicht und trank auch keinen Kaffee und dachte, heute gehe ich zurück ins Bett und ziehe mir die Decke über den Hof, über die Ohren und wärme mir den Bauch und die Füße. Aber da sagte Frau Adelheid, kleiner König, sagte sie, es ist doch nicht gerecht, dass immer die Frauen die Kinder kriegen und nicht die Männer, oder? Ja, sagte der kleine König. Mich deucht, da ist schon was dran. Dann musst du noch heute ein Gesetz verkünden, kleiner König, sagte Frau Adelheid, dass von jetzt an die Männer die Kinder kriegen müssen. Und wer das Gesetz nicht befolgt, Kopf ab. Ja, ja, sagte der kleine König, das ist schon recht so. Frau Adelheid aber sagte, Worte allein genügen nicht, man muss auch etwas tun. Und so musste der kleine König weg von seinem Frühstückstisch und flugs in die Küche und das Mittagessen kochen und das Geschirr und die Töpfe waschen und dann in die Arbeitskammer und einen kunstvollen Kissenbezug sticken für Tante Martha und eine warme Wolldecke für Onkel Julius und dann ins Wohnzimmer und den Fußboden scheuern und die Fenster putzen und dann musste er auch noch ein Kind kriegen. Aber er wusste nicht wie. »Vielleicht gehen Eure Majestät zur weisen Frau im nächsten Dorf um die Ecke«, riet die Magd Zensi. »Die hat schon vielen geholfen.« Der kleine König machte sich eins auf den Weg zum nächsten Dorf, um die Ecke herum, und sprach mit der weisen Frau und sagte ihr, er müsse unbedingt ein Kind kriegen. »Das ist doch ganz einfach«, sagte die weise Frau. »Kinder kriegen ist wie Semmelbacken, nur dauert es etwas länger.« Ich werde euch ein Tränklein geben, das trinkt ihr. Und das wird gewiss helfen. Der kleine König dankte der weisen Frau und trank ihr Tränklein und wartete, dass er ein Kind kriegte. Und Frau Adelheid sagt, tu doch endlich etwas, damit du ein Kind kriegst, denn ein König muss ein Vorbild für seine Leute sein, selbst wenn er nur ein kleiner König ist. Vielleicht gehen Eure Majestät zum Herrn Doktor. Im nächsten Dorf um zwei Ecken herum, riet die Magd Zensi. Der hat schon vielen geholfen. Der kleine König machte sich eilends auf den Weg zum nächsten Dorf und zwei Ecken herum sprach mit dem Doktor und sagte ihm, er müsse unbedingt ein Kind kriegen. Das ist doch ganz einfach, sagte Herr Doktor. Das Kinderkriegen ist nur am Anfang schwer. Später gewöhnt man sich daran. Ich werde euch eine Pille geben, die so groß ist wie ein Reichstaler. Die schluckt ihr und das wird gewiss helfen. Der kleine König dankte dem Herrn Doktor und schluckte seine Pille und wartete, aber er kriegte kein Kind. Und Frau Adelheid sagte, du musst dich mehr anstrengen, damit du ein Kind kriegst, denn auch ein König muss sich nach dem Gesetz richten, selbst wenn er nur ein kleiner König ist. Vielleicht gehen Eure Majestät zum Herrn Pastor im nächsten Dorf um drei Ecken herum, riet die Magd Zensi. Der hat schon vielen geholfen. Der kleine König machte sich eilends auf den Weg zum nächsten Dorf um drei Ecken herum und sprach mit dem Herrn Pastor und sagte ihm, er müsse unbedingt ein Kind kriegen. Das ist doch ganz einfach, sagte der Herr Pastor. Seit Adam und Eva, welches die ersten Menschen waren, haben die Leute Kinder gekriegt. Ihr müsst nur recht herzlich darum beten. Hier habt ihr eine dicke Kerze, die stiftet ihr der heiligen Jungfrau Maria und das wird gewiss helfen. Der kleine König stiftete die dicke Kerze und wartete, aber er kriegte kein Kind. Und Frau Adelheid sagte, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass du ein Kind kriegst, sonst heißt es Kopf ab. Denn auch ein König hat einen Kopf, selbst wenn er nur ein kleiner König ist. Da bekam der kleine König einen großen Schreck und er wartete nicht weiter ab, sondern verließ sein Schloss, ohne sich erst bei Frau Adelheid zu verabschieden und ging hinaus in sein Land und lief drei Tage und drei Nächte, bis er in die hohen Berge kam.
wo sein Land zu Ende war. Und am nächsten Morgen, als er vor Hunger und Müdigkeit schon fast nicht mehr weiter konnte, traf er ein kleines Hirtenmädchen, das eine Kuh und eine Ziege auf der Weide hatte und sonst nichts. »Du siehst aber schlimm aus«, sagte das kleine Hirtenmädchen. »Dein Wams hängt dir vom Leibe, so abgemagert bist du, und deine feinen Schuhe sind schon ganz durchgelaufen, und deine Knie zittern dir.« »Ja, ja«, sagte der kleine König, »ich wäre auch lieber zu Hause in meinem schönen Park, wo der Kuckuck so lustig ruft und der Schwan so still auf dem Teich gleitet, oder in meinem Zimmer, wo ich ein großes Buch habe mit schönen Geschichten drin, oder auf Schlittschuhen, denen ich übers Eis sause, dass es eine Freude ist, aber, oder wenigstens in meinem warmen Bett. Aber so hat er seine Not mit mir.« »Möchtest du vielleicht ein Stück Brot mit Ziegenkäse und ein Töpflein warme Milch?«, fragte das Hirtenmädchen. »Ich habe gerade noch etwas übrig vom Frühstück.« So kam der kleine König endlich zu seinem Frühstück, und er durfte es aufessen, ohne dass ihm gesagt wurde, was für Gesetze er heute verkünden müsste und wen er zu bestrafen hätte. Und erst nachdem er sich den Mund abgewischt hatte, neigte sich das kleine Hirtenmädchen zu ihm und fragte, was es denn für Not mit ihm habe. »Ach«, sagte er, »ich muss ein Kind kriegen«, sagt mir Frau Adelheid, »oder es heißt Kopf ab.« »Aber du kannst doch gar kein Kind kriegen«, sagte das kleine Hirtenmädchen, »es geht nicht.« »Das ist ja furchtbar«, sagte der kleine König. »Ich habe schon das Mittagessen gekocht und die Teller und Töpfe gewaschen und einen kunstvollen Kissenbezug gestickt für Tante Martha und eine warme Wolldecke gehäkelt von Onkel Julius und den Fußboden gescheuert und die Fenster geputzt, und jetzt müsste ich nur noch ein Kind kriegen, dann wäre alles gerecht.« »Nein«, sagte das kleine Hirtenmädchen, »es geht aus bestimmten Gründen wirklich nicht, aber vielleicht kann ich dir helfen.« »Könntest du das, kleines Hirtenmädchen?«, sagte der kleine König. »Ich würde dir sehr dankbar sein, wenn du mir helfen könntest, ein Kind zu kriegen. Und ich würde dich mitnehmen mit mir auf mein Schloss und deine Kuh und deine Ziege auch.« »Das ist doch sehr einfach«, sagte das kleine Hirtenmädchen. »Du musst mich nur richtig lieb haben und dann schenke ich dir eins.« »So einfach ist es«, sagte der kleine König und strahlte über das ganze Gesicht. »Ja«, sagte das kleine Hirtenmädchen, »so einfach ist es.« Gesagt, getan. Und der kleine König kriegte sein Kind. Und es hatte Locken wie das kleine Hirtenmädchen und ebenso große dunkle Augen. Aber es war seins. Und da er wirklich ein dankbarer kleiner König war, nahm er zusammen mit seinem Kind auch das kleine Hirtenmädchen und die Kuh und die Ziege mit auf sein Schloss. Und zum Frühstück gab es von da an eben neben seinem Süppchen und dem Kaffee auch ein Stück Brot und Käse für ihn und ein Töpfchen warme Milch. Frau Adelheid aber gründete einen Verein. Und wenn sie nicht gestorben ist, redet sie noch heute.